Hey, hier ist Paul von die Ringe und in diesem Video zeigen wir dir einen Fehler, den du bei Zugübungen wie Klimmzüge, Rudern oder Skin the Cats unbedingt vermeiden solltest. Wir zeigen dir die richtige und falsche Ausführung, sodass du weißt, wie du gesund trainieren kannst. Viel Spaß beim Video und bleib dran! Deine Schulterblätter spielen beim Ringtraining eine entscheidende Rolle. Denn wie bei allen Körpergewichtsübungen benötigen wir eine optimale Scapula-Position für eine effektive und sichere Bewegungsausführung. Nur so können wir eine perfekte Technik gewährleisten, welche uns langfristig gesund trainieren lässt. Wenn wir uns die Schulterblätter genauer anschauen, können wir zwischen vier Scapula-Positionen unterscheiden. Die erste Position, die wir euch zeigen, ist die Schulterblatt-Elevation. In dieser Position sind die Schulterblätter hochgezogen. In der zweiten Position, der Depression, sind die Schulterblätter nach unten gezogen. Position Nummer 3 ist die Schulterblattretraktion. Dabei werden die Schulterblätter nach hinten gezogen. Die letzte Position ist die Schulterblattprotraktion. In dieser Haltung sind die Schulterblätter nach vorne gezogen. Diese vier Positionen sollte jeder Ringathlet ohne Probleme beherrschen, denn sie sind die Basis für alle weiteren Übungen an den Ringen, wie zum Beispiel Klimmzüge, Aufzüge, Rudern oder Skin the Cats. Um zu spüren, in welcher Position sich deine Schulterblätter befinden, empfehlen wir dir, Schulterblattklimmzüge und Schulterblattrudern regelmäßig in dein Training einzubauen. So lernst du die vier wichtigen Positionen Schulterblattelevation, Depression, Retraktion und Protraktion voneinander zu unterscheiden und kannst diese problemlos im Training einsetzen. Welche Schulterblattposition sollte ich bei welcher Übung einnehmen? Diese Frage beantworten wir jetzt. Beim Rudern starten wir am höchsten Punkt der Bewegung. Hier sind die Schulterblätter in einer Retraktion und Depression. Das heißt, sie sind nach hinten unten gezogen. Wenn wir uns absenken und die Arme komplett strecken, gelangen wir in eine Schulterblattprotraktion. Hier sind die Schulterblätter nach vorne gezogen und seitlich neben dem Brustkorb. Um uns wieder hochzuziehen, ziehen wir nun die Schulterblätter nach hinten unten und fangen dann an, die Arme zu beugen und uns so nach oben zu ziehen. Dabei behalten wir die eingenommene Schulterblattposition bei. Hier siehst du, wie du dich nicht hochziehen solltest. In diesem Beispiel ziehe ich die Schulterblätter nicht nach hinten unten und ziehe mich in einer Protraktion hoch. Eine Wiederholung in dieser Form wird nicht deine Schulter zerstören. Wenn du jedoch immer wieder mit dieser schlechten Ausführung trainierst, könntest du dir leicht eine Überlastungserscheinung oder sogar Verletzung holen. Achte daher immer darauf, eine saubere Bewegungsausführung zu haben. Durch Schulterblattrudern kannst du speziell deine Muskulatur um die Schulterblätter herum trainieren und so deine Retraktionskraft steigern. Achte bei dieser Übung darauf, die Arme gestreckt zu lassen und die Schulterblätter nach hinten unten zu ziehen. Die nächste Übung sind Klimmzüge. Hier starten wir im passiven Hang. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Schulterblätter in einer Elevation sind. Sie sind hochgezogen. Den ersten Teil des Klimmzuges leiten wir nun ein, indem wir die Schulterblätter nach unten ziehen in eine Depression. Im Verlauf der Bewegung während des Hochziehens rotieren und retrahieren unsere Schulterblätter, sodass wir am Ende der Bewegung im Beugehang die Schulterblätter nach hinten unten gezogen haben. Beim Herablassen behalten wir diese Position bei. Am Ende der Wiederholung kommen wir dann im aktiven Hang an und können uns im passiven Hang entspannen, bis die nächste Wiederholung startet. Hier siehst du, wie du einen Klimmzug nicht ausführen solltest. Die Schulterblätter werden nicht nach hinten unten gezogen und ich ziehe mich in einer Scapula-Elevation nach oben. So solltest du es nicht machen. Um besser in die Elevation und Depression der Schulterblätter zu werden, empfehlen wir dir Schulterblatt-Klimmzüge. Hier solltest du darauf achten, die Arme gestreckt zu lassen und dich nur durch eine Bewegung in den Schulterblättern nach oben und unten zu ziehen. Bei Aufzügen oder Skin the Cats spielt die Schulterblattposition auch eine entscheidende Rolle. Bei diesen Übungen starten wir im passiven Hang, aus diesem ziehen wir uns in den aktiven Hang. Somit sind unsere Schulterblätter aktiviert und nach hinten unten gezogen. Aus dieser Position ziehen wir uns dann nach oben. Dabei versuchen wir die Scapula-Position zu halten. Dies ist sehr schwierig. Daher ist es okay, wenn die Schulterblätter etwas nach vorne wandern in eine neutrale Position. Ziel sollte es aber immer sein, eine retrahierte Depression einzunehmen.
Wenn du Interesse am Ringtraining gefunden hast, aber nicht weißt, wie du dich an bestimmte Übungen ranarbeiten sollst, dann schau doch mal auf unserer Seite dieringe.com vorbei. In unserem mobilen Training erhältst du einen individualisierten Trainingsplan, der dich an das Training an den Turnringen heranführt. Vielen Dank fürs Zuschauen und lass uns doch ein Abo da. Wir freuen uns über deine Unterstützung.